Das Leimener Frühlingsfest findet jedes Jahr auf dem Rathausplatz und Schulhof der Turmschule statt und bietet eine ganze Reihe von Schaustellergeschäften. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und dauert von Samstag bis Montag. Am Sonntag findet außerdem der Sommertagszug statt. In diesem Jahr bietet das Frühlingsfest erfreulicherweise auch wieder einen Autoscooter, der besonders bei der Jugend beliebt ist. Der Aufbau einer topfebenen Autoscooterfläche auf dem abschüssigen und schiefen Rathausplatz ist kein ganz einfaches Unterfangen. Doch bei dem hier eingesetzten Autoscooter handelt es sich um eines der modernsten Systeme, das auf nur einem LKW Platz findet und sich dann nach einem ausgeklügelten Origami-ähnlichen System quasi von selbst mittels Hydraulik entfaltet. Die meiste Arbeit verursacht tatsächlich bei diesem modernen System die Egalisierung der Unebenheiten des Untergrundes. Doch nach nur wenigen Stunden war der Autoscooter als erstes Fahrgeschäft des Leimener Frühlingsfestes komplett aufgebaut und einsatzbereit.